W listopadzie 2022 roku ukazała się w Polsce zaktualizowana wersja książki Nazistowskie korzenie brukselskiej Unii Europejskiej autorstwa doktora Rata, doktor Aleksandry Niedźwieckiej, Augusta Kowalczyka i Paula Taylora. Książka ta dotyczy nie tylko powstania Unii Europejskiej, ale zwraca uwagę na pewne historyczne tło II wojny światowej i nieznane nawet w Polsce, czy niezauważane konsekwencje dla dzisiejszej Europy. Takie jak na przykład przejęcie kontroli przez państwa takie jak Niemcy czy Francja nad państwami narodowymi i tym samym ich dominacji w Europie. Książka ta porusza również kwestie reparacji wojennych, a także obowiązek przekazywania prawdy historycznej naszym przyszłym pokoleniom. Dziś mamy zaszczyt gościć jednego ze współautorów tej książki, doktora Matthiasa Rata, lekarza, naukowca, twórcę medycyny komórkowej i założyciela badawczego instytutu w Stanach Zjednoczonych. Panie doktorze Rath, bardzo dziękuję za zgodę na ten wywiad. Sie sind Arzt und Wissenschaftler. Sie sind Gründer eines Forschungsinstituts in den USA. Sie haben auch mit dem zweifachen Nobelpreisträger Dr. Linus Pauling zusammengearbeitet. Woher kommt Ihr Interesse an Geschichte? Insbesondere an die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Ich bin Arzt und Wissenschaftler, aber ich bin auch Mensch. Ich bin in Deutschland geboren, 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Großvater wurde von Kaiser Wilhelm nach Osteuropa geschickt im Ersten Weltkrieg, um Osteuropa zu erobern. Mein Vater wurde von der Nazi-Regierung nach Osteuropa geschickt, um in deren Namen Osteuropa zu erobern und später die ganze Welt. Erst später habe ich verstanden, dass diese Kriege nicht politische Kriege waren in erster Linie, sondern wirtschaftlich motivierte Kriege, insbesondere durch die deutsche chemische und pharmazeutische Industrie, die damals die größte Industrie der Welt waren in diesem Bereich. Über 90% der Produkte der chemisch-pharmazeutischen Industrie haben ihren Ursprung in Erdöl, Petroleum oder Kohle oder anderen Bodenschätzen. Also diese Weltkriege waren in erster Linie wirtschaftlich motivierte Kriege. Es ging um die Eroberung der reichsten Bodenschätze in Europa. Der zweite Grund für die politische Motivation unserer Arbeit ist, dass die Arbeit, die ich damals mit Professor Pauling begonnen habe, natürliche Alternativen im Bereich der Medizin zu finden, von Anfang an von diesen Industriekreisen bekämpft wurden. Man verbot uns zu sagen, dass die meisten menschlichen Krankheiten ihre Ursache in einem chronischen Mangel an essentiellen Mikronährstoffen haben. Wir haben uns gefragt, wo kommt das her? Es ist doch die Wahrheit. Und erst später habe ich erkannt, dass dieselben Wirtschaftskreise, die hinter dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg standen, unsere, meine Gegner waren in der Verbreitung dieser Wahrheiten. Der Co-Autor des Buches ist August Kowalczyk, verstorbener, bekannter polnischer Regisseur und Schauspieler, aber auch ehemaliger Häftling in Auschwitz-Birkenau, in KZ-Lager. Nur weniger Menschen, vor allem junge Leute, wissen heute, dass Auschwitz nicht nur ein Vernichtungslager war,
sondern vor allem auch ein Zwangsarbeiterlager für Häftlinge, die den damals größten Chemiekonzern der Welt, IG Farben, bauten. Warum wissen wir gar nichts davon? Warum ist das nicht in Geschichtenbüchern diskutiert oder erwähnt? Vielleicht nochmal zur Begriffserklärung. IG Farben war ein Konsortium, ein Kartell, zusammengefügt aus den größten deutschen Chemie- und Pharmakonzernen Bayer, BASF, Höchst und einem kleineren. Sie haben, diese Firmen haben 1941 beschlossen, in Auschwitz eines der größten Industrieanlagen zu bauen in der damaligen Welt. 8 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, 24 Quadratkilometer. Und sie haben einen Ort gewählt, nahe der polnischen Stadt Oswiecim. Warum? Warum nicht in Danzig? Warum nicht in Nürnberg? Der Grund ist einfach. Schlesien, Oswiecim liegt in Schlesien, war einer der rohstoffreichsten Gebiete Europas. Dort begann der Raubzug. Dort begann die industrielle Ausbeutung im Interesse des chemischen und pharmazeutischen Imperiums, das einmal die Welt regieren sollte. Deswegen Auschwitz. Auschwitz, das Konzentrationslager, war ein kleines Konzentrationslager zu Beginn dieser Baupläne und wurde erst im Laufe dieses gigantischen Werks zu einem Massenvernichtungslager, wo man die Menschen, die man ausgelaugt hatte, durch Arbeit dann in den Öfen verbrennen konnte. Hitler war IG Farben und IG Farben war Hitler. So besagt es ein Untersuchungsausschuss des US-Senats 1944. Zu glauben, dass der Zweite Weltkrieg ein reiner rassisch motivierter Krieg war, ist eine Illusion. Lässt sich durch nichts belegen. Es war ein Krieg, der vorbereitet, finanziert und umgesetzt wurde durch die IG Farben. Die IG Farben lieferte für die Welteroberungspläne der Nazis 100% des Petroleums, 100% der Treibstoffe, 100% der Schmieröle, die Sprengstoffe, TNT, wurde von IG Farben produziert. Ein Krieg, ein 4-5-jähriger Krieg gegen die ganze Welt wäre ohne die IG Farben überhaupt nicht möglich gewesen. Die Experimente im Auschwitz, die medizinischen Experimente, wurden nicht durch SS-Schergen umgesetzt. Die waren dazu gar nicht in der Lage. Das waren Angestellte von Bayer, die auch in der SS waren. Das belegten die Nürnberger Prozessprotokolle eindeutig. Jemand, der das anzweifelt, möchte bitte in die Archive gehen und diese Gerichtsprotokolle studieren. Es ist eine Illusion zu glauben, dass der Zweite Weltkrieg ein Krieg ist, der von einem Verrückten geführt wurde. Er wurde von einem Verrückten im Interesse dieser Wirtschaftskreise geführt, deren Ziel von Anfang an war, die Welt zu erobern und zu kontrollieren mit Hilfe ihrer patentierten Produkte. Und jetzt eine Frage: Wie hat sich das alles zusammen mit EU getan? Welchen Einfluss haben Pharma- und Chemiekonzerne überhaupt auf Gründung von Brüsseler EU und auf deren Politik heute? Wir haben für den Titel des Buches den Ausdruck gewählt, die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU. Das ist ein provozierender Titel. Wenn wir heute über die Brüsseler EU hören, dann denken alle, boah, ein
tolles Instrument, was Europa den Frieden bewahrt hat seit 50 Jahren oder 60 Jahren. Und dieses Argument wird auch immer wieder in den Medien gestreut. Die Realität ist ganz anders. Nachdem die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie zwei Weltkriege zur Welteroberung verloren hatte, haben sie sich überlegt, wie sie ihre Ziele, Welteroberung, dennoch verwirklichen können. Krieg, militärische Kriegsführung war damals ausgeschlossen. Also hat man sich überlegt, wie man das auf wirtschaftliche und politische Weise bekommt. Wirtschaftliche Bestechung und politische Erpressung. Der erste König von Europa, Präsident der Europäischen Kommission, wurde 1956 gewählt. Es war ein deutscher Anwalt, der schon für die Nazis aktiv war. Walter Hallstein saß 1938, ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, in Rom, offizieller Vertreter der Nazi-Regierung, um mit den Mussolini-Leuten die Nachkriegsweltordnung zu regeln. 1938. In der Annahme, dass sie diesen Krieg gewinnen. Und dieser Mann wird der erste Präsident der Brüsseler EU. Ist der Gründungspräsident, ist 10 Jahre lang die entscheidende Figur, die dieses ganze Gebilde formt. Ungewählt. Niemand hat ihn gewählt. Er wurde von der deutschen Nachkriegsregierung, 50% ihrer Mitglieder hatten alle ihre Vergangenheit in der Nazi-Weltordnung, eingesetzt. Man muss sich fragen, wie konnten das andere Länder überhaupt zulassen? Schauen Sie, die Verträge, wenn Sie heute Mitglied werden in der Brüsseler EU, als Regierung, als Land, dann geben Sie alles auf, was sie an Autonomie haben. Das hat weitreichende Konsequenzen. Beispielsweise, wenn Sie jetzt in Polen eine interessante technologische Entwicklung haben und sagen, wir möchten das entwickeln, um für unsere Bürger einen Wohlstand zu erreichen, können Sie gar nicht, weil Ihre Regierung hat unterschrieben, dass die Grenzen offen sind, dass die Patente, die deutschen Chemie-, Pharma- und Technologieunternehmen gehören, in ganz Europa gelten und jede neue Industriezweig gegen dieses Monopol an Know-how gar nicht ankommt. Patente sind Waffen, wirtschaftliche und juristische Waffen, die es verhindern, dass irgendwo in Europa nennenswerte Konkurrenz zur deutschen chemischen und pharmazeutischen Industrie aufgebaut wird. Solange Sie Mitglied der Europäischen Union sind, haben Sie sich freiwillig diesem Strangulationsprinzip unterworfen. Was sollte Ihrer Meinung nach in dieser Situation überhaupt getan werden? Was können wir machen als die europäische Nationen? Na, zunächst mal sind Interviews wie dieses wichtig, dass das Wissen, die Analyse, die historischen Fakten einem breiten Publikum zugeführt werden, die dann erkennen, in welchem Ausmaß sie betrogen worden sind. Man kann den Regierungen, die diese Verträge unterschrieben haben in der Vergangenheit, einiges nachsehen. Zum Beispiel, dass sie viel Geld bekommen haben. Das Prinzip der deutschen Industriekreise und Politik war immer, ja, wir geben euch ja ein bisschen von den Brosamen. Wir geben euch Agrarsubventionen für eure Bauern. Im Gegenzug dazu unterwerft ihr euer ganzes Land und werdet ein Millionenheer von Konsumenten für unsere Hightech-Produkte. Ein sehr ungleiches Spiel. Ein Spiel, das nicht nur für Polen, sondern
für alle europäischen Länder, die keine nennenswerte eigene Industrie haben, ein tödliches Spiel ist. Wie man da rauskommt? Information und Handeln. Kein Land, was in dieser Form der Europäischen Union bleibt, wird eine Chance haben, sich zu entwickeln. Sie werden auf Generationen hinaus Vasallen dieses Prinzips bleiben. Der Weg raus führt nur über die Unabhängigkeit. Alle Menschen wollen ein friedliches Europa. Aber für die Brüsseler EU ist das nur ein Vorhang, eine Panache für die wirklichen Interessen. Sie wollen nicht Frieden. Sie wollen Geschäfte machen. Und wenn das Leiden und Tod für Millionen bedeutet, ist ihnen egal. Das Buch zeigt, dass die Grundlage der pharmazeutischen Geschäfts mit Krankheit Patente sind. In der Zwischenzeit erfahren wir etwas über Ihre Forschung, also Ihr Forschungsinstitut und auch die Patente, die Sie erhalten haben. Können Sie uns kurz darüber berichten? Ja, gerne. Nehmen wir den Bereich der pharmazeutischen Industrie. Die pharmazeutische Industrie lebt vom Geschäft mit der Krankheit, nicht mit Gesundheit. Es ist keine Gesundheitsindustrie, sondern eine Investmentindustrie, die nur so lange verdient, wie es Krankheiten als Märkte gibt. Also jeder Gedanke, dass Pharmaprodukte dazu da sind, Krankheiten zu beseitigen oder gar vorzubeugen, ist eine Illusion. Es ist ein Geschäftsmodell, das unter dem Vorwand, Krankheiten zu bekämpfen, an dem Fortbestand von Krankheiten weiter verdient. Mit anderen Worten, die Produkte, 80% der Produkte, die die Pharmaindustrie heute vertreibt, sind nur auf Symptome, auf die Linderung von Symptomen ausgerichtet, ohne dass sie tatsächlich an der Wurzel die Krankheiten angehen können. Und das ist kein Zufall, das ist das Geschäftsprinzip. Mit anderen Worten, 500 Millionen Menschen in Europa werden derzeit betrogen mit dem Slogan, wir, die Pharmaindustrie, bringen euch Gesundheit. Das Gegenteil ist der Fall. Hinter dieser Wand an Lügen bringen sie mehr Krankheiten. Um dieses Modell abzuschützen und um die Investoren für dieses betrügerische Modell zufrieden zu halten, gibt es Patente. Patente sind ein Stempel auf ein neues, synthetisch erfundenes Molekül, was angewandt wird auf den menschlichen Körper. Der Investor, der investiert in diese Branche, bekommt so viel Geld, wie die Lizenzgebühr dieses Patents abwirft. Also jeder Investor in die Pharmaindustrie wird Teil dieses betrügerischen Modells. Und die Patente dienen dazu, dieses Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Und da das Geschäftsmodell bedeutet, Krankheiten, Krankheitsmärkte auszuweiten, zu fördern, wird der Patentstempel ein Stempel, der Krankheiten festschreibt. Eine juristische Absegnung, dass es weiter Krankheiten gibt, Krankheitsmärkte gibt. Unsere Patente sind anders. Die Mikronährstoffforschung, die wir seit meiner Zusammenarbeit mit Dr. Pauling betreiben, sind auf die Vorbeugung von Krankheiten ausgerichtet. Sie gehen an die Wurzeln von Krankheitsentstehung in den Zellen. Wenn man darauf Patente anmeldet und die bekommt, dann bekommt man einen Stempel auf die Vorbeugung von Krankheiten und langfristig damit auf die Ausmerzung. Das ist ein riesiger Unterschied. Darüber hinaus sind wir als Firma, als Forschungsfirma unter einem Non-Profit-Dach tätig. Das heißt, alles, was wir an Geld erwirtschaften, wird reinvestiert in weitere Forschung und in die Verbreitung dieses Wissens.
Vor Jahren haben sie zusammen mit Menschen von höchster moralischer Autorität, Konzentrationslager Überlebenden, eine Bewegung, Staffette der Erinnerung, Staffette des Lebens, initiiert. Werden die erklärten Ziele, wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Leben, das Recht auf natürliche Ernährung in diesen Bewegung verwirklicht? Ja, zunächst mal war das die Anerkennung unserer Arbeit durch diese Gruppe von Überlebenden der Konzentrationslager einer der für mich bewegendsten Augenblicke. Ich habe nicht nur als Wissenschaftler und Arzt, sondern besonders als Deutscher die Feier in Auschwitz in Erinnerung, als wäre es gestern gewesen. Auch deswegen, weil wir als Deutsche eine so besondere Verantwortung tragen für das, was passiert ist, für das Unrecht, was Millionen Menschen passiert ist. Aus dieser Motivation raus haben wir damals gemeinsam beschlossen, die Zukunft muss neu gestaltet werden. Wir können nicht einfach zusehen, dass eine politische Kamarilla in Brüssel das Wohl und Wehe von 500 Leuten, 500 Millionen Menschen in Europa bestimmt, sondern wir müssen sagen, wie die Zukunft für die, auch gerade für die jungen Menschen in Europa aussieht. Da gibt es viele Aspekte, aber der Aspekt Leben, das Recht auf Leben, das mir nicht auf der Hälfte meines Lebens durch eine verhinderbare Krankheit dieses Recht genommen wird, das Recht auf Gesundheit, das Recht auf natürliche Ernährung, frei von Pestiziden und anderen krankmachenden Substanzen. Das ist die Basis. Wenn wir das durchsetzen, dann haben wir auch einen richtigen, wichtigen Schritt getan, um die Macht des chemisch-pharmazeutischen Kartells zu reduzieren und eines Tages zu brechen. Das war die Grundlage damals. Und die Überlebenden der Konzentrationslager, die ja im Fall von Auschwitz unmittelbar 8 Kilometer von diesem Industriekomplex der IG Farben vegetieren mussten, haben damals gesagt, das ist eine Plattform, die wir der nächsten Generation in Europa anbieten müssen. Recht auf Leben, Recht auf Gesundheit, Recht auf gesunde Ernährung. Das ist die Lebensgrundlage. Alles andere kommt danach. In diesem Sinne sehe ich auch unsere Arbeit als Forschungsinstitut für natürliche Gesundheit als Auftrag dieses Beginns, wie Sie sagen, dieser Mission, die wir damals mit den Überlebenden von Nazi-Konzentrationslager ins Leben gerufen haben. Das ist eine fantastische Initiative. Ich habe gesehen, dass Sie haben auch Bücher mitgebracht. Können Sie bitte erklären, was... Ja, zum einen, Sie haben das Buch erwähnt, Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU. Das ist eine für jeden nachvollziehbare Dokumentation. Insbesondere interessant darin ist eine Rede, die Walter Hallstein, der Gründer der Brüsseler EU, wie gesagt Nazi-Anwalt und dann erster Präsident der Brüsseler EU, ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gehalten hat, wo er öffentlich verlautbart, wie Europa nach der Unterwerfung durch die Nazis aussehen wird. Alle Gesetze, die sie vorhaben, die Unterjochung der Menschen, offen propagiert. Und 20 Jahre später ist er einer der 12 Gründungsmitglieder, die römische Verträge unterschreiben, und wird dann zum Präsidenten der Brüsseler EU ernannt. Das andere, was ich Ihnen mitgebracht habe,
Einige Ihrer Zuschauer werden sagen, der Titel Die Nazi-Wurzeln an der Brüsseler EU ist sehr provozierend. Ich habe Ihnen hier nur ein paar Exemplare mitgebracht. Das ist ein Buch, geschrieben in 1942, Das Großraumkartell, von Chef einer Nazi-Organisation, die sich mit Wirtschaftsfragen befasst. Hier sehen Sie noch den Stempel der Nazi-Regierung drauf. Eine 1:1 Kopie zu diesem Buch ist die Brüsseler EU. Dieses Buch beschreibt, dass es eine Organisation gibt, das ist eine Kartellorganisation, das heißt keine demokratisch gewählte Organisation, sondern eine ernannte Organisation, die Wirtschaftsinteressen vertritt. Und es wird auf fast 300 Seiten ausgeführt, wie im Detail, wie das ablaufen soll. Warum ist das nicht bekannt? Zum einen, weil diese Bücher aus dem Verkehr gezogen wurden. Wir haben einige Restexemplare erworben und haben die auch übersetzt und haben die auf unserer Foundation-Seite, Doktorat Health Foundation, unter der Rubrik Learning from History, auch in andere Sprachen übersetzt. Ich empfehle jedem, der dieses Interview sieht, sich diese Seiten mal anzusehen. Der Volkswirt, Chefvolkswirt der IG Farben, also Bayer, BASF und Höchst, schreibt Anfang der 40er Jahre ein eigenes Buch. Wirtschaftsbeobachtung und Wirtschaftsordnung. Genau dasselbe. Die IG Farben herrscht über Europa. Auch dieses Buch finden Sie abgedruckt und übersetzt auf diesen Webseiten. Hier eine offizielle Ausgabe der Nazi-Regierung unter dem Titel Großraumwirtschaft, nationale Wirtschaftsordnung und Großraumwirtschaft. Großraumwirtschaft bedeutete im Sprachgebrauch der Nazis, wir herrschen über Europa, wir ordnen die Wirtschaft in Europa neu. Ein Kapitel in diesem Buch befasst sich die Bedeutung des Ostlandes. Ostland ist ein Nazi-Ausdruck für ganz Osteuropa. Es ist für die ein Land gewesen. Ob Polen, Ukraine, Weißrussland, Russland, ein Land, Ostland. Das spiegelt schon wieder, wie die gedacht haben. Alles wird unterworfen und gleichgeordnet unter der Nazi-Herrschaft. Insofern, wenn man diese historischen Dokumente sieht, dann ist der Titel dieses Buches zwangsläufig. Keine Provokation, ein historisches Faktum. Aber ich möchte auch betonen, ich könnte diese Arbeit nicht machen, auch dieses Interview nicht, wenn ich nicht wüsste, dass sich die Wahrheit durchsetzt. Aber die Wahrheit setzt sich erst dann durch, wenn sie einen Erkenntnisprozess durchlaufen hat. Das heißt, die Menschen, die dieses Interview sehen, sollten es reflektieren, sollten sich weiter belesen darüber, sollten sich eine Meinung bilden. Und wenn Sie überzeugt sind, dass dies, was Sie heute gehört haben, die Wahrheit ist, dann müssen Sie sich engagieren, dann müssen Sie für Veränderung sorgen. Und die Veränderung, um es konkret zu sagen und auch nochmal zu wiederholen, die Veränderung für die Menschen in Polen, für die Menschen in Portugal, für die Menschen in Italien, Norwegen, wo auch immer, geht nur über ein Loslösen von der Brüsseler EU und über eine Souveränität des Landes, der Menschen, der Länder, die aus dieser Souveränität hinaus möglicherweise eines Tages eine neue Form eines demokratischen Europas findet. Aber jetzt die nächste Aufgabe
ist erstmal Nein zu sagen zu diesen Strukturen, die eine Unterjochung bedeuten für Generationen, wenn wir nichts tun. Vielen Dank, Dr. Rath, für diese wunderbare Einführung in neuere Geschichte und für den Interview. Vielen Dank. A Państwa, drodzy widzowie, zachęcam do przeczytania tej fascynującej książki i rzeczywiście do zapoznania się z historią, jak również do odwiedzin naszych stron internetowych. Tam znajdą Państwo wiele ciekawych informacji, zarówno historycznych, jak i na temat zdrowia. Bardzo dziękuję.